Obschon die Schweiz nach wie vor als das Land der Gletscher gilt, ist der Schwund der Eismassen gerade hier ganz ausgeprägt. Der Rhone-Gletscher, zwischen Furka und Grimselpass gelegen, ist ein eindrucksvolles Beispiel für den starken Rückgang des Eises seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese alte Aufnahme zeigt, dass die Gletscherzunge im Jahr 1856 noch weit bis in die Ebene hinunter gereicht hat. Längst ist die stark vorgewölbte Gletscherzunge aus dem Talboden gewichen und hat die Flussebene vor den historischen Hotelbauten freigegeben. Alte, über 100-jährige Postkarten zeugen von den ehemaligen Ausdehnungen des Rhone-Gletschers. Auf der Höhe des Hotels Belvedere stürzte sich der Rhone-Gletscher mit spektakulären Eistürmen über die Felsstufe ins Tal hinunter. Heute liegt das Gletscherende versteckt hinter einer Felsstufe und mündet in einen türkisfarbenen Schmelzwassersee. Dieser wird von Jahr zu Jahr größer. Der Rückgang des Eises seit Mitte des 19. Jahrhunderts kann anhand von historischen Karten und in neuerer Zeit mit Hilfe von punktgenauen Luftbildaufnahmen sehr detailliert nachvollzogen werden. Für die Touristen wird am Rhone-Gletscher jedes Jahr mit großem Aufwand eine künstliche Höhle ins Eis geschlagen. Um die Eisgrotte vor der Sonneneinstrahlung und der verstärkten Schmelze zu schützen, legt man spezielle Abdeckplannen über das Eis. Wegen der heißen Sommer der letzten Jahre und des beschleunigten Eisrückgangs wird es aber immer schwieriger, die Eishöhle aufrecht zu erhalten. In den letzten 20 Jahren hat sich hinter der Felsschwelle ein See gebildet, der sich nach und nach vergrößert und das Eis verstärkt abschmelzen lässt. Nicht nur die Veränderungen an der Zunge sind bemerkenswert. Auch an den Rändern sieht man, dass der Rhone-Gletscher im Verlauf der letzten 50 Jahre überall dünner und schmaler geworden ist. Fachleute gehen davon aus, dass die Alpengletscher bis gegen Ende des 21. Jahrhunderts nahezu verschwunden sein werden. Dann liefern die einst mächtigen Eisriesen kaum mehr Schmelzwasser und sie werden als Quellen der großen Alpenflüsse versiegen. Und außerdem, was wäre die Schweiz ohne ihre Gletscher?